Wie oft soll man eigentlich sein E-Auto laden? Sollte es jedes Mal vollgeladen werden oder soll nur so viel in den Akku, wie ich am nächsten Tag brauche? Unser E-Mobilitätsprofi Gary Auerbach kennt die Antwort. Da ist unser Tipp, einfach im Handbuch nachschauen, weil da drinnen beschrieben ist, was die optimale Strategie für diesen Fall ist. Das hängt ganz stark vom Akku und von der entsprechend genutzten Zellchemie ab. Und da kann es durchaus Unterschiede geben. Die Tesla-Fahrer kennen das vom Model 3, da gibt es bekannterweise zwei Reichweiten, die haben unterschiedliche Akkutechnologien und da gibt es auch unterschiedliche Ladeempfehlungen. Wenn man da den Long Range anschaut, dann ist dort die Ladeempfehlung auf 80% zu laden und 100% nur zu nutzen, wenn man wirklich die volle Reichweite braucht. Wer die Standardvariante hat, der hat eine andere Batterietechnologie, das ist Lithium-Eisenphosphat und da steht eine Bedienungsanleitung drinnen, dass man den also einmal in der Woche auf 100% vollladen soll, damit man die optimale Lebensdauer für den Akku erreichen kann. Zusammengefasst, jedes E-Auto braucht seine eigene Behandlung bei der Ladung. Die Infos finden Sie in der Bedienungsanleitung oder direkt beim Händler.